Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer FIFA 22 MyTeam Karriere. Heute das erste Mal in unserer Vereinsgeschichte Champions League. Das allererste Mal und dann gleich gegen Manchester United. Das ist einfach nur unfassbar nice. Im Old Trafford, ich habe richtig, richtig Bock drauf. Wir haben gegen United ja in dieser Saison schon einmal gespielt im UEFA Supercup, denn wir sind ja der Europa League Sieger und United ist der Titelverteidiger in der Champions League. Auf jeden Fall kein leichter Gegner, also zum Auftakt. Wir spielen ja auch noch nicht so ein richtiges Abendspiel, sondern halt so ein ja, früher Abend, ne? Kein volles Flutlichtspiel. Bisschen schade, aber das werden wir ja wohl noch erleben hier. In der Champions League. Unsere Mannschaft natürlich angeführt von Weise. Wir blicken aber erstmal auf die Mannschaft, die wir, glaube ich, 4:1 im Supercup nach Hause geschickt hatten. Das war auch ja, ein heftiges Erlebnis. Dean Henderson im Tor bei der Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer. Dumfries, Romero, Koundé und Neal. Nkunku, Palhinha. Dann haben wir Silva, Sancho, Brobbey und Rashford. Schon sehr, sehr offensiv ausgerichtet, das Ganze. Bei uns natürlich der Engländer Boys Clark im Kasten, davor die Viererkette heute mit Aramburu, mit Collins, mit Frank, mit Sigmund, Budin, Hartmann, Haas, Weise, Costa und Fagir. Das sieht so ungewohnt aus, einfach nur so ein weißes Trikot da zu sehen, aber okay. Ja, wir spielen in unserem Auswärtstrikot, haben wir jetzt auch noch nicht so häufig gesehen. Und jetzt geht es rein. Das erste Mal Champions League für den FC Hafen City. Auf geht es. Der erste lange Ball von United raus auf Silva gegen Sigmund im Zweikampf. Sigmund, Ball erstmal im Aus. Einwurf für den Mann, der jetzt für Manchester City gespielt hat und für Manchester United in dieser Karriere. Das ist auch sehr, sehr wild, muss man einfach sagen. So, da seht ihr jetzt auch nochmal unsere vollständige Gruppe. Ja, ist schon keine leichte Gruppe, aber wir sollten schon irgendwie weiterkommen. Vor allem, wenn wir hier heute zumindest mal einen Punkt mitnehmen aus dem Old Trafford, wäre ich da schon sehr zufrieden. United kommt mit Kapitän Marcus Rashford, wieder Bernardo Silva, wieder im Duell gegen Sigmund. Adriano Costa heute erstmal in der Startelf. Felipe sitzt natürlich auf der Bank. Macht er aber erstmal gut hier. Hartmann. Hartmann auf Haas. Haas muss ihn nur rüberlegen, Fagir. Und das historische erste Tor für den FC Hafen City in der Champions League durch Fagir. Der Mann, der ja durchaus ja, den Verein im Sommer verlassen hätte können. Es gab aber keine Angebote, die interessant waren. Und dementsprechend ist er geblieben und ja, hat natürlich mit uns jetzt als Triple-Sieger auch in dieser Saison wieder große Chancen auf Titel. Und der ganz, ganz große ja, Titel, der jetzt noch fehlt, ist halt der Champions-League-Titel und hier zumindest unser erstes Tor in diesem Wettbewerb. United, fast hier mit der direkten Antwort. Mandy Collins macht das richtig stark und unten ist Costa. Super Konter eingeleitet von unserem Abwehrchef Costa, wo ist drüben einer? Ja, das war dann nicht gut zu Ende gespielt. Aber wir sind besser als United hier erstmal. Boah, und das ist die erste riesen Abschlussgelegenheit durch Brobbey, den Holländer. Ecke, Bernardo Silva auf Jadon Sancho, geklärt von Weise. Boah, das ist ganz schlecht verteidigt. Das ist so schlecht verteidigt von mir. Ey, das ist eine Frechheit. Das kann man doch hier niemanden zumuten, sich Gameplay anzugucken, wo jemand so verteidigt. Es ist ja eine Frechheit. Guckt euch das an, was mache ich denn da mit Collins? Digga, Reaktionszeit von, keine Ahnung, einem Toastbrot. Ganz, ganz schlimm. Ausgleich, ja. Also da haben wir United nun wirklich diesen Treffer auf dem Silbertablett serviert. Aramburu zieht in die Mitte. Aramburu. Heute ja den ja, Vorzug als Rechtsverteidiger bekommen, weil er spielen wollte vor Schäfer. Sonst wäre der Deutsche wieder meine erste Wahl gewesen. Und jetzt der nächste Angriff, der Red Devil. Stark gemacht und Boyce Clark ist da. Und Kunku und wieder Boyce Clark. Ja, der Mann ist einfach so unendlich wichtig. Nächste Ecke, Jadon Sancho und Hartmann hat das Ding. Was? Hartmann startet durch, abseits ja oder nein? Ja. Abseits, der Ball wäre auch eh nicht drin gewesen, weil Dean Henderson den noch toll pariert hat. Aber wir melden uns zumindest mal zurück in dieser Partie, denn ja, seit wirklich einiger Zeit spielt hier nur noch
United spielt nur noch die Hausherren. So, jetzt haben wir eine Riesenchance hier vor der Pause. Von ganz hinten rausgespielt. Oh, ich glaube, den habe ich wirklich noch ins Abseits gespielt. Den habe ich wirklich noch ins Abseits... Das war so viel schwerer, den ins Abseits zu spielen, als den nicht ins Abseits zu spielen. Ey, das ist wirklich eine Frechheit. Haas, langer Ball für Fagir. Beginn von Durchgang 2. Fagir macht es selbst. Ja, da war auch wieder der Moment, wo ich auf Weise rüberlegen hätte können. Den haben wir wieder verpasst. Und irgendwie... Also wir könnten hier locker führen, wenn wir mal vernünftig spielen würden. Haas, wir kommen nur noch über Konter. Also Dinge herausspielen, gar nicht unser Ding. Gerade in dieser Partie. Weise... Halb Schuss, halb Flanke, keine Ahnung, was das war. Ja, wir müssen auf jeden Fall gleich mal wechseln. Und wieder United, Marcus Rashford. Boys Clark, echt der Retter in der Not. Brobbey geht jetzt runter bei United, Cunha kommt rein. Und auch bei uns wird doppelt gewechselt. Brasilianer raus, Brasilianer rein. Und auch Hartmann geht runter, Araujo kommt in die Partie. Erstmal jetzt aber diese Ecke für United, die wir erstmal wieder klären müssen. Felipe Neves ist da. Und der Araujo gleich mit dem zweiten Ball. Und da ist wieder Neves. Da ist dieser blitzschnelle Brasilianer. Den legt er quer. Und das ist das 2-1. Das ist doch unfassbar. Neves holt mit dem ersten Ballkontakt die Ecke runter. Araujo mit seinem ersten Ballkontakt holt den Ball wieder in unseren Ballbesitz. Neves wird, geht dann lang. Der Typ hat 98 Pace. Wird geschickt vom Mexikaner, zweiter Ballkontakt somit für Neves und das ist die Vorlage für Fagir. Digga, der Typ ist wirklich ein Gamechanger. Daraufhin der letzte Wechsel bei uns, Weise, nicht gerade seine beste Partie. Toni Winkler kommt jetzt rein, Kapitänsbinde, wandert weiter zu Aramburu. Und jetzt wieder United, Aramburu, gerade die Binde übernommen. Ganz wichtig, dass er da noch mit den... Ja, 10 Spitzen dazwischen ist. Oh, wir verlieren direkt wieder den Ball. Da ist Cunha, Rashford. Und Frank ist dazwischen, wird umgegrätscht vom Brasilianer. Das gibt, denke ich mal, eine gelbe Karte. Oh, es gab Rot! Ja, perfekt. Das gab Rot. Holy shit. Okay, Rot ist hart. Ja, obwohl. Von hinten zieht er... Ja, doch schon... Ist verständlich, warum das eine rote Karte ist. Jetzt Winkler, ganz, ganz wuselig. Fagir nimmt sich einfach mal den Ball vom Winkler. Nächster Abschluss für uns, jetzt halt in Überzahl. Sigmund treibt den Ball nach vorne, hinter die Kette, auf Neves. Boah, 3-1, das Ding ist durch. Super Flanke vom Brasilien. Also der Typ, ne? Das ist so ein Upgrade nochmal. Er auf der linken Seite ist unfassbar. Ja. Super Ballvortrag von Sigmund, der überhaupt nicht attackiert wurde. Perfekter Moment durchgesteckt auf Neves, der dann mit einer super Flanke mit einem starken Linken auf Fagir. Dann hilft der Pfosten und Henderson irgendwie auch noch ein bisschen mit. Ich hoffe mal, es wird als Tor von Fagir gewertet, aber eigentlich müsste es das, weil der Ball wäre ohne ja, das Zutun von Henderson auch reingegangen. Also Hattrick für unseren Stürmer. Ja, nochmal Sancho, Frank, ganz, ganz wichtig. Der ist heute echt so wichtig in den Zweikämpfen gewesen. Nochmal die Konterchance. Araujo schickt Winkler auf die Reise, verfolgt von Romero. Nach außen gedrängt. Ja, probiert sie nochmal im Dribbling. Kommt nicht durch, aber es laufen auch so die letzten Minuten. Und da ist noch ein Ding. Ist es Hartmann oder ist es... Ne, Hartmann ist ja schon drunten. Es ist Frank. Erstes Tor für den Innenverteidiger. Ja, das war ein glückliches Ding. Aber nimmt man mit. Erstes Tor für ihn und dann gegen United und dann auch noch mit dem rechten Fuß. Also, ja, der steht dann natürlich völlig frei mit rechts, mit dem Schwachen. Haut er ihn rein. Unser Mann, der ja auch wie Menendez ein Jahr zuvor von Mainz zu uns gewechselt ist. Der deutsche Innenverteidiger macht den Deckel drauf. Ja, gegen United 4-1 zu gewinnen, das scheint langsam aber sicher zur Tradition zu werden. 2 aus 2 Spielen haben wir das jetzt getan und damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Denn das ist die Schwierigkeit, da wurde gefordert, dass wir die hochstellen, können wir gerne machen. Von Legende geht es jetzt auf Ultimativ, weil es ist ja schon etwas zu einfach. In der letzten Folge hatte ich, glaube ich, in irgendeiner Simulation mal gesagt, dass ich irgendeinen Franzosen bei Schalke mir angucken wollte, habe das dann, glaube ich, aber nicht mehr getan. Deshalb machen wir das jetzt mal. Gabin Deschamps, genau der Mann ist es.
den gucken wir uns mal an. Aramburu bedankt sich dafür, dass er spielen durfte. Das ist wunderbar. Und wir werden in dieser Folge, ja, noch diesen Monat, würde ich sagen, durchhasseln. Und starten rein gegen Union Berlin mit einer Schnellsimulation. Zu Hause das Ganze, ja, mal gucken, ob das was wird. Wir gehen rein. 1-0 Sieg durch Toni Winkler. Super Sache. Damit sind wir vorm Top-Duell in der, ja, Bundesliga gegen Leverkusen auf dem, ja, fünften Tabellenplatz. 10 Punkte haben wir, sind voll im, ja, oberen Bereich dabei. Gucken jetzt auf Gabin Deschamps. Ordentlicher Spieler, aber ich denke mal nicht, dass das hier der Benzema Region ist, weil der sollte dann doch nochmal ein ganz schönes Stück besser sein. Und wir springen jetzt rein gegen die Werkself. Jetzt also gegen Leverkusen mit Philippe Neves haben wir, ja, einen super Transfer gelandet. Aktuell sogar der 5-beste Torschütze der Liga in der Champions League, seinen Joker-Einsatz gegeben gegen United und dann gleich 2 Vorlagen gemacht. Also der Brasilianer, er ist absolut on fire. Jetzt also gegen Leverkusen, keine leichte Partie, die waren ja bis zuletzt noch eigentlich in der letzten Saison ein, ja, Kandidat für die Meisterschaft. Am Ende haben wir sie dann glücklicherweise holen können und wir blicken jetzt auf deren Aufstellung mit Lafont im Tor. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen, bevor dann jetzt die Einblendung kommt. Und davor sollte dann, denke ich mal, eine Viererkette bei Leverkusen stehen. Bitte, jetzt komm doch endlich diese Einblendung. Danke sehr, Areola. Verhoeven, Kamara und Co., alles klar. Kotmeiras dann unter einem Mittelfeld. Und vorne Moise Kean, dass der richtig, richtig gut ist. Das wissen wir zum Glück, sitzt Sulemana auf der Bank. Der hat uns bis jetzt nämlich immer richtig dicke Probleme bereitet. Aber okay, diese Mannschaft hier kann auf jeden Fall auch Probleme bereiten. Im Vergleich zur Champions League kommen Schäfer in die Ajé, als auch Marzen und Neves in die Startformation. So ziemlich das Beste, was wir aufbieten können, nur dass Marzen anstelle von Haas spielt. So, also erstes Spiel auf Ultimativ. In der Bayern-Karriere spielen wir immer auf Ultimativ, aber das ist auch auf der Next-Gen. Das Gameplay ist da meiner Meinung nach ja schon ein bisschen anders. Mal gucken, wie das hier heute gegen Leverkusen laufen wird. Eine Mannschaft, gegen die wir, ja, schon auch häufiger mal Probleme hatten. Ja, aber wenn man Neves hatte, ich glaube, dann hat man vorne zumindest gar keine Probleme. Neves, quergelegt. Digga, der Typ ist so unfair. 98 Sprinttempo. Und ich glaube, 99 Antritt hat der Mann. Junge. Guckt euch das mal an, wie er dem Rechtsverteidiger, diesem Verhoeven, oder wie der hieß, davonläuft. Der Verhoeven hatte 5 Meter Vorsprung geführt und am Ende war trotzdem der Brasilianer eher am Ball, legt wieder quer auf Fagir. Also die beiden sind das neue Traumduo und wir gehen hier früh in Führung. Ich bin heute, glaube ich, wirklich richtig lost unterwegs. Ich glaube, ich habe vorhin gesagt, dass Lafont bei denen im Tor steht, aber es steht natürlich Areola im Tor. Es kann auch sein, dass das, was ich jetzt sage, nicht stimmt. Also ich weiß echt nicht, was heute los ist. Also, ja, keine Ahnung. Aber müssen wir alle gemeinsam jetzt durch. Jetzt kommt erstmal Leverkusen hier durch. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Moise Kean, Collins ist da. Ja, da hätte ich das Ding vielleicht auch einfach mal wegschlagen sollen. So wird es nämlich nochmal richtig brenzlig. Leverkusen bleibt immer noch in der Situation und Boyce Clark muss eingreifen. Schön herausgespielt. Sigmund, der wird hier noch richtig offensivfreudig, seitdem er mit Philippe Neves auf einer Seite spielt. Sigmund, ja, okay, ins Dribbling sollten wir mit unserem Linksverteidiger dann vielleicht doch nicht gehen. Ja, und Leverkusen wieder im 16er. Sigmund hinten, dafür jetzt auch unsicher. Boyce Clark mit etwas Glück und ja, auch einfach viel Können. Johann Frank, gegen United sein erstes Tor. Hier hätte er fast sein erstes Tor richtig selbst verschuldet. Rettet sich da auch gerade so. Und jetzt kommt wieder Neves. Der ist unnachahmlich, dieser Neves. Fagir dann nicht richtig positioniert. Jetzt nochmal Druck über die andere Seite mit Schäfer und Ludwig Weise. Der kann übrigens auch Fußball spielen. An alle die, die das schon wieder vergessen haben. Areola ist es im Tor, der mit dieser Flanke aber gar keine Probleme hat. Guter Ball, Marzen, schöner Laufweg. Wo ist der Neuzugang? Neves wird gesucht, aber nicht gefunden, weil der Pass nicht gut war und Leverkusen auch gut verteidigt hat. Moise Kean, nochmal Rinden rum. Ja, Leverkusen spielt mal wieder Handball um unseren 16er. Johann Frank ist es, der den Ball erobert. Und Andy Ajé jetzt für Weise. Anspielstation wären da. Auch das ist wieder schlecht ausgespielt und das wird sich am Ende noch rächen. Ja,
Starkes Spiel, das ist die Riesenchance in dir, Jesus, glaube ich, der hier genau richtig steht. Unser Sechser ist zur Stelle, wenn unsere Innenverteidigung versagt. Oh, jetzt mal eine gute Chance, einen schönen Ball zu spielen. Das ist so ein schöner Ball von Weise für Hartmann. Und das 2:0. Leverkusen nutzt nämlich auch nicht ihre Chancen. Und das rächt sich jetzt wieder für sie. Malte Hartmann trifft nach geilem Ball von Weise. Den hätte theoretisch auch Neves nehmen können. Aber Malte Hartmann, der hat das Selbstvertrauen aus den letzten 2 Jahren, um die Dinger dann noch einfach selbst zu machen. Wunderbar. Mit links, mit dem etwas schwächeren Fuß an Areola vorbei zum 2:0. Sozusagen mit dem Pausenpfiff perfektes Ding. Marzen, Beginn von Durchgang 2. Leverkusen steht extrem hoch, haben sie in Durchgang 1 schon gemacht. Jetzt aber gefühlt noch höher. Wieder Marzen. Der muss sich nochmal richtig hinlegen. Weise, geht durch alle durch. Ja, und dann ist es halt auch kein Ding, ne? Dann macht er ihn halt. Dann macht Weise ihn halt rein zum 3:0. Also wir spielen auf Ultimativ, aber auch das ist jetzt ja keine große Herausforderung. So richtig dauerhaft, weil das Team halt auch einfach verdammt gut ist. So ein Ludwig Weise, ja, kannst du wenig machen. Kannst du wenig machen, wenn der da 3 Leute dumm aussehen lässt, dann liegt es auch nicht an der Schwierigkeit. Ja, das Ergebnis gibt uns zwar wieder die Chance, 2 frühe Wechsel. Fagir kriegt heute mal eine Pause. Für ihn kommt der, ja, Siegtreffer, Siegtorschütze aus dem letzten Spiel und aus der Simulation gegen Union rein. Winkler, der spielt jetzt auch als Stürmer. Und ja, dann ist noch Menendez für Johann Frank reingekommen. Das ist übrigens auch so ein Thema, hatte ich auch nochmal in den Kommentaren unter einer der letzten Folgen gesehen, dass ihr noch vorgeschlagen hattet, einen weiteren Backup-Stürmer zu holen oder einen Backup-Stürmer zu holen, weil wir haben ja aktuell eigentlich keinen. Aber da plane ich halt auch schon so ein bisschen Winkler ein, weil auf der anderen Seite habt ihr halt auch geschrieben, dass ich den eventuell verleihen soll, weil der sonst einfach zu wenig Einsatzzeiten bekommt. Aber ich glaube, das geht aktuell ziemlich klar. Vor allem, wenn er manchmal als Stürmer spielt, so wie jetzt, weil Vergehen natürlich auch irgendwann mal ein bisschen Pause zumindest braucht, dann wird er auch auf seine nötigen Einsatzzeiten kommen. Also ich glaube, das passt schon so aktuell. Noch größer sollte der Kader auf jeden Fall nicht werden. Tendenziell habt ihr schon recht, dass wir eher noch einen Spieler loswerden sollten, aber das sind hier halt entweder Weltklasse-Spieler oder absolute Legenden dieser Karriere, weshalb sich das ja ein wenig schwierig gestaltet. Weise geht die Außenlinie lang. Weise, der sucht jetzt Winkler und sorgt damit fast für ein Eigentor. Langes Ding, da ist wieder einmal dieser verdammt geile Spieler Felipe Neves. Lässt sich da nicht zu Fall bringen, Kamera. Dann gibt es halt doch noch den Freistoß. Das bedeutet für uns die Chance nochmal zu wechseln. Hartmann geht runter, für ihn kommt Costa rein. Marzen spielt jetzt auf der 8 und Costa auf der 10. Der kann eigentlich auch diesen Freistoß dann hier reinlöffeln, am besten auf den Kopf von Menendez. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das wünsche. Ja, aber der Spanier verfehlt das Ziel um wenige Zentimeter. Oh, jetzt nochmal hier eine gute Konterchance, aber Sigmund ist im Vollsprint am Portugiesen hinten dran. Oh, das macht Sigmund schon klasse. Nur der Einwurf, gar kein Problem für uns. Oh, nochmal Probleme. Moisken, bei Neves steht übrigens eine Verletzung. Es kann eigentlich aber nichts Schlimmes sein. Warum? Weil wir schon 3-mal gewechselt haben und eigentlich können sich die Spieler danach dann nicht mehr schlimmer verletzen. Dementsprechend denke ich, dass das keine Folgen für unseren Flügelflitzer haben wird. Jetzt arbeitet Leverkusen hier noch an einem Ehrentreffer. Mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen. Gibt nochmal die Ecke für Vizekusen durch Goncalves. Führt sie jetzt nochmal aus, Navas. Ja, aber so richtig, richtig stark waren sie heute nicht. Also da haben wir schon deutlich schwierigere Partien gegen Leverkusen gehabt in dieser Karriere. Ja, nur halt mit Sulemana, ne? Sulemana, der Typ, Alter, also wenn ich den alleine sehe, wurde eingewechselt. Guckt euch das an, was der da mit dem Ball macht. Das ist doch wirklich unfair. Also der ist wirklich unfair und jetzt haben sie ihren Ehrentreffer. So, Neves mittlerweile verletzungsfrei. Vielleicht hat er ja auch nochmal Lust, hier was zu zeigen. Felipe Neves, Kamera ist da. Und gibt eine gelbe Karte für Marzen, nicht der Rede wert.
Ecke, Menendez. Mann, Digga. Wäre der ein bisschen Kopfball stärker, wäre das echt toll. Gut, das war's aber jetzt hier wirklich dann auch aus Leverkusen. 3:1, unnötiges Gegentor nochmal am Ende, aber ein wichtiger Sieg im Kampf. Ja, um die Meisterschaft auch in dieser Saison wieder sehr überzeugend. Auch auf ultimativ bestätigen wir, dass wir ein heftiges Team sind und gewinnen auswärts mit 3:1. Wir machen dann noch gleich als Gruppenerster weiter in der Champions League gegen Schachtar Donetsk. Heim, Schnellsimulation. Ich bin gespannt. 2:1 Sieg. Es läuft aktuell. Und Johann Frank macht in seinem zweiten Champions League Spiel sein zweites Tor als Innenverteidiger. Fagir trifft auch schon wieder. Super Sache. Als Tabellendritter gehen wir jetzt noch rein gegen Gladbach in der Schnellsimulation. Köln ist gerade Erster. Das ist völlig verrückt. Ah, okay. Irgendwann muss das jetzt auch mal wieder ein bisschen normaler werden mit der Heimsimulation. 1:1 gegen den 16. Costa trifft, aber wirklich beschweren möchte ich mich jetzt nicht. Und ja, damit sind wir im nächsten Monat. Wir sind in allen Wettbewerben sehr, sehr gut dabei, muss man wirklich sagen. Und gucken jetzt auf jeden Fall nochmal auf die Jugendmannschaft. Hier haben wir zwar mit Krausen einen Spieler, der schon die 70 geknackt hat, leider aber gar kein Potenzial hat, also Tendenz Ersatztorhüter. Und jetzt gucken wir eben nochmal, ob es neue Talente gibt. Oh, diesen Arthur Herve, Orwe, keine Ahnung, den nehmen wir auf jeden Fall mal mit, französischer Torhüter aus England, war nichts dabei und jetzt noch der deutsche Scout, ja, Thorsten Frank, grenzwertig, aber nehmen wir auch einfach mal mit, der hier sieht besser aus, Lukas Albrecht, oh mein Gott, Matti Bachmann ist ein absolutes Megatalent und ja, den Krause brauchen wir dann nicht mehr, aber Matti Bachmann war es, glaube ich, ne? Der war wild, der Matti. Gucken wir uns die neuen Spieler mal an. Hier der Arthur Herve, Orwe, keine Ahnung, sucht es euch aus. Dann haben wir den Albrecht, ja, sieht nach einem sehr, sehr stabilen Mann aus. Könnte fast auch in die IV gehen, weil er unfassbar viel Physis hat. Könnte wahrscheinlich auch Sechser easy spielen, ja, so sieht es aus. Wir lassen ihn mal als Linksverteidiger da stehen. Dann haben wir den Matti Bachmann, ist ein Rechtsfuß, also eigentlich perfekt geeignet für einen Rechtsverteidiger. Super Physiswerte, wie groß ist der Mann? 1,72, ich weiß nicht, warum deutsche Jugendspieler so klein sind, ich check's wirklich nicht, das ist eine Frechheit. Das ist aber auch eher keine Option für die IFA und dieser Frank hier, ja, 1,65, Stürmer, weiß ich ja nicht, sieht eher nach einem Zehner aus, aber ein Megatalent ist der Mann jetzt. Auch nicht gerade, aber wird zumindest mal umtrainiert. Ja, wird dann heute eine etwas kürzere Folge, aber ich glaube, ihr merkt es an meiner Verfassung. Irgendwie ist es, glaube ich, auch besser heute. So, kurze Laie dann noch bei Perry. Vielleicht kriegen wir die hier noch in dieser Folge beschlossen. Das wäre eine nice Nummer. Und in der nächsten Folge geht es dann eben weiter mit Bundesliga. Ich glaube auch mit Pokal und mit Champions League. Perry, bitte nimm das Ding an. Das wäre so wichtig für ihn, weil er ist ja ein Riesentalent. Ja. Hoffentlich geht das klar. Gegen Köln gehen wir dann rein. Bachmann können wir jetzt noch eben umdrehen. Das machen wir dann auch ganz fix noch. Mal gucken, ob er nochmal ein Rating hochgeht. Tut er sogar mit 17 auf nur 65. Das ist schon echt heftig. Das ist schon echt sehr, sehr stark. Der kriegt auf jeden Fall nochmal einen Entwicklungsplan rein. Wunderbar. Obwohl, eigentlich muss er Tempo-Entwicklungsplan bekommen. Hier, der hier ist noch eigentlich ganz gut. Oder der hier. Den nehmen wir jetzt mal. Wunderbar, Matti Bachmann könnte noch ein Talent werden, was vielleicht hier nochmal Einsätze bekommt. Also, es geht dann nächste Folge gegen Köln. Absoluter Kampf um die, ja, Meisterschaft. Kann man schon gerade so irgendwie sagen. Dann gegen Moskau. Ich denke, da werden wir beide Spiele simulieren. Ist, glaube ich, klar, warum. Und im Pokal werden wir auf jeden Fall reingehen gegen Düsseldorf. Mal gucken, ob wir das dann auch selbst spielen. Aber ich denke schon, Pokal ist eigentlich sehr, sehr nice. Zweifacher Titelträger sind wir dort mittlerweile. Ja, dann mal gucken. Wahrscheinlich noch gegen Dortmund spielen. Also es steht wieder einiges an für die nächste Folge. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Video wieder. Bis dann. Macht es gut und ciao.